Muss ich mit dem Kurzen sprechen, noch bevor wir losgehen, oder? Nein. John, wir müssen los. Henry fehlt noch. Deine Qualle ist doch hier. Ich finde seine Fernbedienung nicht. Okay. Und ich mach kurz alles aus hier. Den kenne ich. Ich möchte alles anzünden, wenn ich mich nicht täusche. Da ist sie ja. Hab sie. So. Ready? Hier. Sie war in Amys Zimmer. Was macht sie bei Amy? Das musst du sie fragen. Jetzt komm. Ja, los. Zum Infinity Plaza. Nicht trödeln. Der ist doch direkt hinter dir. Warum meckerst du jetzt noch kurz? City 5 Central, Infinity Plaza, am Montag. Ach, schön. Möchte ich auch anzünden. Adam, machst du dir viele Gedanken? Dann vergiss nicht, was zählt, bist du. Und Kraftzahl. Aber wer bist du? Was willst du? Was ist deine Aufgabe? Die Antworten sind alle hier. Hier in deiner Stadt. Schau dich um und genieß den Tag. The present. The voice, the present, the future. Jetzt muss ich wieder gehen, ja? Gut. Graffiti 2048. Okay, nehme ich mit. Muss ich hier hin oder müssen wir hin? Du bist für heute krankgeschrieben, Adam. Du solltest John zur Klinik bringen und dich erholen. Infinity Tower. Ich glaube, wir müssen hier lang. Und staunen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ansatzweise was von dem Spiel gesehen gehabt bisher. Okay, das ist ganz oben auf der Liste von Orten, wo ich sein möchte. Weil. Was auch immer das jetzt ist. Geiler Baum. War das ein Erdbeben oder eine Explosion irgendwo? Alles in Ordnung? Ist nur ein Geohazard. Ja. Hattest du Angst? Natürlich. Vielleicht ein bisschen. Sie werden häufiger. Das glaube ich nicht. Und stärker. Ein Tracer. Möglicherweise beschädigt. Ich werde dich an einen Mitarbeiter von CD5 anmelden. Was ist das? Keine Ahnung. Schon mal irgendwo gesehen? Nein. Was hat der Mann damit gemacht? Ich weiß nicht. Das ist sowas wie ein... Keine Ahnung. Du solltest das zurückgeben. Erstmal reden wir mit Dr. Sykes. Ja, und gucken, was das da ist. Ich wollte dahin. Wieso ist eigentlich jetzt das Glas wieder heil? So schnell? Ich wollte hier gucken, weil hier ist ein... Schmuck-Assembler. Warum machst du deiner Frau nicht immer wieder eine Freude?
Wem möchtest du ein Geschenk machen, Adam? Meiner Frau, Amy Newman. Diese Halskette würde Amy gefallen. Was denkst du? Ja, doch, ja, wahrscheinlich. Ja, hau rein. Was soll's, ich nehme sie. Kann man mal machen, so zwischendurch. Wer steht mir jetzt im Weg? Okay. Magnetbandstation. Da könnte ich mich gewöhnen. Nicht mit dem Auto, sondern mit dem Ding. Mehr oder weniger Privatfahrt. Zurück zu dem anderen. Oder, nee, wir müssen noch zum Arzt, ne? Ja. Gut, der andere wird einfach so gecancelt und so beendet und ich. Mit dem Sohn laufe ich jetzt noch dahin, weil da passiert irgendwas. Na, dann gehen wir mal rüber. Gucken hier die schönen Skulpturen an. Nicht so schnell! Wir haben Zeit! Komm, wir laufen noch ein bisschen durch den Park! Ja, bin ich bei. Komm. Da chillen zwei. Hier sind Bilder dran. Willst du mal Henry steuern? Jetzt nicht. Obwohl, klar. Ja, gib mal her. Kann ich hoch und runter? Hi. Okay, du kannst auch nur. Flieg doch mal um die Skulptur. Flieg doch gerade. Das machst du sehr gut, Adam. Echt nicht hoch und runter. Wie weit geht denn die Fernbedienung? Guten Morgen, Mr. De Palma. Morgen, kleine Qualle. Ihr kennt euch. Hallo, Betty. Bock. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich dir auch, Henry. Willst du mal Henry steuern? Nee, jetzt nicht. Danke. Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Wir gehen aber hier nochmal kurz um die Spur rum. Mit der Eule und Lena. Keine Ahnung, warum der Name gerade in meinem Kopf aufgeploppt ist, aber wegen Eule und Wissen dachte ich Athena. Cyberpunk-Autos. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Willst du mal Henry steuern? Jetzt nicht, danke. Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Ich wollte eigentlich das Auto hier triggern. Johns Untersuchung beginnt bald. Ja, komm, wir gucken nochmal nach den Fischen und dann. Die leben ein gutes Leben und das kannst du auch. Sieh mal die Fische. Kann ich sie füttern? Nimm den Snack, aber behalte noch was für dich. Die schwimmen immer dasselbe Muster. Immer im Kreis. Das wirkt nur so. Ich wäre auch gern ein Fisch. Nur so zur Abwechslung. Irgendwann ist das möglich. Irgendwann vielleicht. Ja. Ganz sicher. Oh ja. Ist da gerade ein Rock vorbei? Und auf die Bank, weil den kennen wir. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik.
Möchtest du Musik hören, Adam? Okay. Kein Vogel. Bitte? Ich sitze hier seit einer Stunde. Kein einziger Vogel. Scheiße. Sehr schön. Was haben Sie gegen Vögel? Ihr Geschnatter. Das lenkt ab. Man muss sich konzentrieren. Das wissen Sie doch. Kennen wir uns irgendwoher? Wie meinen Sie das? Kennen? Ob wir uns schon mal getroffen haben? Das müsste aber eine Ewigkeit her sein. Eine Unendlichkeit. Unendlich oder unaufhörlich? Das ist der entscheidende Unterschied. Jedenfalls gut, dass Sie auch hier sind. Bin ich auch. Unaufhörlich? Ich kann nicht folgen. Bitte entschuldigen Sie. Mr. De Palma braucht Ruhe. Ich habe Ruhe. Darum geht es doch. Ich habe endlich Ruhe. Ich gehe schon. Vielen Dank, Mr. Newman. Kommen Sie, Mr. De Palma. Nein, ich gehe nicht zurück. Niemand hat vor, Sie zurückzubringen. Ich bleibe hier sitzen. Na los, geh schon. Ich brauche dich nicht. Wie Sie wünschen, Sir. Gut. Das war seltsam normal in meinem Kopf. Das erinnert mich an ein Spiel. Aber es hat bestimmt nichts hiermit zu tun. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke, wie geht man so schön immer an Tresen? Moin. Danke zu Ihrem Klinikaufenthalt, Mona Sund, und die Uhr für Sie da. Willkommen zurück, Mr. Newman. Was können wir für Sie tun? Anstand. Tut mir leid, ich weiß, wir sind spät dran. Überhaupt kein Problem, Sir. Ich bringe meinen Sohn, John. Dr. Sykes möchte... Vielen Dank, Sir. Sie können John in 4 Stunden wieder abholen. Genießen Sie den sonnigen Tag. 4 Stunden. Ja gut. Untersuchung, Wartezeit. Man kennt das ja. Jawohl, dann. Ah, es geht wieder hier weiter. Okay. Bringen wir Licht ins Dunkel. Guten Abend, Sir. Heute ist der 12. Januar 2048. Es ist 18.26 Uhr. Was? Wie spät ist es? Sie haben 17 Stunden geschlafen, Sir. Wieso hast du mich nicht geweckt? Tracy und James kommen bestimmt bald zurück. Sie hatten mich gebeten, sie nicht zu stören. Ach, stimmt. Jetzt hilft mir wenigstens, hier Ordnung zu machen. Sie haben neue Cloud-Messages. Frank! Hi, Richard. Bist du da? Okay, du willst gerade nicht mit mir sprechen. Kann ich verstehen. Ist nur so deine Kolumne für das Editing. Kann ich damit heute noch rechnen? Sonst kann Troy das auch erstmal machen. Na gut, dann. Ja, bis morgen. Und hey, das wird schon alles. Beziehung, dein Boss ist geil. Was ist mit dem Cleaner? Schon wieder kaputt? Soll ich die Scherben? Dafür ist der Cleaner da. Wo ist das verfluchte Ding? Muss ich den reparieren, ja? Ah, ich guck nochmal aus dem... Scheiß Werbefenster. So, das Ding hier ist kaputt. Was ist denn jetzt mit dem Cleaner? Lass mal sehen. Da steckt was im Filter. Gott, wo kommt diese Karte denn jetzt her?
Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Warum hat sie die überhaupt noch? Wo bleiben sie denn? Sie müssten doch längst zurück sein. Das war die ganze Aufgabe. Dieses Werbeding wird mich so abkommen. Naja. Es war zum Glück nur ein Spiel und nicht. Wie spät ist es jetzt? 20.30 Uhr. Verdammt. Wo steckt sie? Vielleicht könnten sie ihre Eltern anrufen. Jennifer ist online. Liebt das gute alte Kino. Okay. Guten Abend, Herman. Du, es passt gerade ganz schlecht. Ich weiß. Es passt ja immer schlecht. Ich wollte nur wissen, ob Tracy noch bei euch ist. Tracy? Nein. Okay. Wann ist sie losgefahren? Sie war nicht hier, Richard. Heute nicht. Die ganze Woche nicht. What the f- Aber wieso hat sie denn erzählt? Weißt du, Richard, vielleicht hat sie endlich den Absprung geschafft. Da würdest du dich aber freuen. Naja. Wenn du mich fragst, hätte sie schon viel früher gehen sollen. Sie verdient was Besseres als dich. Sie war also nicht bei euch. Vielleicht ist dir was passiert. Ist dir das egal? Richard, ich kenne meine Tochter. Der geht's gut. Und wenn sie dich endlich los ist, geht's ihr noch viel besser. Ja, hab dich auch lieb. Na gut. Schönen Abend noch. Jetzt wird spannend. Wer bist du? Dieser alte Tracy ist alter Scan-Fotograf. Hat sie sich mit ihm getroffen? 9. Januar 2048. Ich rufe jetzt die Krankenhäuser an. Irgendeine Ahnung, was es mit dieser Karte auf sich hat? Nein, Sir. Stimmt etwas nicht damit? Tracy hat nichts darüber gesagt? Nein, Sir. Na gut. Central, Sie sprechen mit Bot 34521. Eine Personensuche. Verstanden. Nennen Sie bitte Namen, Vornamen und Alter der Person, nach der Sie suchen. Nolan Tracy, Alter 39. Nolan James, Alter 7. Verstanden. Bitte warten Sie. Ich hab schon Schlimmeres gehört. Ihre Suchanfrage hat keine Treffer ergeben. Die gesuchten Personen befinden sich nicht in stationärer Behandlung. Das klingt schon mal gut. Reichen die Informationen zurück? Sie benötigen Security Level 2 für eine weiter zurückreichende Anfrage. Okay, danke. Ich danke Ihnen, Sir. Okay, dann gucke ich mal bei ihr im Zimmer. Wurden geblockt. Da draußen läuft ein riesen Vero-Code. Okay, lieber Fehlermeldung als... Kann ich den nutzen? Nein. Okay. Im Krankenhaus ist sie auch nicht. Tut mir leid, Sir. Vielleicht weiß einer ihrer Kontakte mehr. Ja, vielleicht. Ich rufe mal die an. Hey, Jenny. Richard, Gott sei Dank. Steve hat mir erzählt, dass du im Krankenhaus warst. Ist alles in Ordnung? Geht so. Ein Unfall. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Hör mal, Jenny. Ist Tracy bei dir? Nein. Wieso? Sie hat gesagt, sie fährt mit James zu ihren Eltern. Sie wollte eigentlich längst zurück sein. Aha, also hier ist sie nicht. Ich habe seit Tagen nichts von ihr gehört. Hast du mal versucht, bei ihren Eltern anzurufen? Ja,
Da ist sie nicht. Und Herman, na, du kennst ja Herman. Hat Tracy irgendwas zu dir gesagt in den letzten Wochen? Hat sie, ich meine, hat sie dir irgendwas erzählt, das ich wissen sollte? Nein. Komm schon, Jenny. Ich weiß, ihr seid Freundinnen, aber ich mach mir Sorgen. Naja, sie hat natürlich gesagt, dass es nicht so toll läuft zwischen euch. Aha. Aber das sagt sie schon lange. Und das weißt du ja sicher auch selbst. Will sie sich von mir trennen? Hat sie das gesagt? Hat sie? Mein Gott, Jennifer, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sie glaubt, dass du eine Affäre hast. Sie will sich also von mir trennen. Ich weiß es nicht, Richard. Hast du denn eine Affäre? Nein. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss Schluss machen, Jenny. Grüße an Steve. Bis später. Kann ich hier eigentlich duschen gehen oder so? Nee, schade. Okay, Panik? Hast du das gehört? Sie ist nicht bei ihren Eltern. Im Krankenhaus ist sie auch nicht. Kannst du mir das erklären? Wo steckt sie? Wo ist mein Sohn? Dazu habe ich keine Informationen. Ihr verdammten Dinger speichert doch sonst auch alles. Ich habe gespeichert, dass ihre Frau zu ihren Schwiegereltern fahren wollte. Da ist sie aber nicht. Hat Tracy irgendwen getroffen? War jemand hier, als sie gegangen ist? Ein Mann war da. Ein Mann? Wer? Wie hieß er? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Ich will dein Memory-Modul sehen. Mein Memory-Modul darf nur von autorisiertem Servicepersonal der Kurtz Labs eingesehen werden. Red kein Blödsinn. Öffne den Slot. Es tut mir leid, Sir, aber diesen Eingriff darf ich nicht selbst vornehmen. Gut, dann mache ich das.